Auf dem Bafi herrscht momentan eine Strandatmosphäre. Wie jedes Jahr spielen die besten Beach- und Volleyballspieler der Schweiz um den Titel. Mit dabei sind das Jahr zum ersten Mal zwei junge Basler Nachwuchstalente. Der Florian Breer und der Yves Hausener sind letztes Jahr U17 Weltmeister geworden und fordern jetzt die Grossen raus. Der heute 17-jährige Yves Hausener und der 16-jährige Florian Breer haben sich in ihrem jungen Alter schon einen Namen gemacht. Die beiden sind letztes Jahr in Acapulco U17 Beachvolleyball Weltmeister geworden. Dort in Basel haben sie eine Wildcard bekommen und spielen jetzt gegen die Grossen aus der Schweiz. Es ist sehr gut besetzt hier, sehr viele gute Teams. Und darum haben wir jetzt uns von der Rangierung her nicht wirklich ein Ziel gesetzt. Sondern das Ziel ist halt einfach gut spielen, Spass haben von Familie, Freunden, im Publikum. Das ist das Wichtigste. Was wisst ihr über euren ersten Gegner heute Nachmittag? Das ist natürlich eins der Schweizer Top-Teams. Ich glaube, sie sind Nummer 2 von der Schweiz. Und die sind gestandene Profis, die sind international erfahren. Und wir probieren die ein bisschen zu kützeln. Aber das sind die Gegner, die beiden Berner Beachvolleyball-Profis Mats Kovac und Jonas Kissling. Sie haben vor den jungen Weltmeistern durchaus ein bisschen Respekt. Ja, ich glaube, wir dürfen es einfach nicht unterschätzen. Ich glaube, wenn wir unser Zeug spielen, dann werden wir schlussendlich als Sieger vom Platz gehen. Aber wir wissen, dass wir wirklich auf unserem Level müssen spielen müssen, um die zwei Jungen zu schlagen. Die beiden Basler Spieler in der schwarzen Liebli haben gerade mal frech aufgespielt und überhaupt kein Ja-Zeichen von Nervosität gezeigt. Beim Stand von 20 zu 19 für den Jungen schlägt Berner gegen den Satzverlust auf und verlieren. Basler gewinnt den ersten Satz verdient. Der Turnierchef ist begeistert. Ich finde, das ist phänomenal. Es ist eigentlich genau das eingetreten, was ich erwartet habe, was ich damit gerechnet habe und im leisesten natürlich auch damit gehofft habe, dass die Jungen hier den ersten Satz gewinnen. Das ist übrigens ein historisches Ereignis. Das ist der erste Satz, den sie auf der Go Beach Tour gewinnen. Also von dort her ganz herzliche Gratulation an die amtierenden U17-Weltmeister. Der zweite Satz ist dann an die Berner gegangen. So ist es zum alles entscheidenden dritten Satz gekommen. Beim Stand von 14 zu 10, Matchball für die Basler. Ein Ass zum Sieg. Super. Also das haben wir jetzt nie gedacht, dass wir die können schlagen. Die sind Profis, spielen World Tour. Aber wir haben natürlich das Publikum auf unserer Seite gehabt. Super Stimmung gesehen. Genial. Das Matchball haben wir jetzt sogar mit einem Ass entschieden. Das einzige Ass im Spiel, aber das hat es entschieden. Du hast geschlagen. Ja, ich habe gewusst, wir haben das Matchball. Ich kann Druck machen am Service. Ich habe alles auf Line gesetzt. Und okay, deine Mäckchen, was will man mehr? Gewinnen sie als Spiel am Oben, geht es morgen gegen deutsche Profis. Und wer weiss, das Finale vom Turnier ist am Dienstag.